Und läuft der Wirt noch ein bisschen zu viel gefeiert? Nein! Ja, Zenny, Sie sind beschuldigt an einem Strafverfahren. Wusstet ihr, dass man richtige Polizisten suchen kann? Richtige Polizisten? Ja, richtige Polizisten. Ich habe ein Drehbuch im Kopf. Es ist so, ja, Sie kommen hier mit dem Auto an. Hier werden wir stehen und moderieren. Er weiß noch nichts. Er denkt noch, wir machen irgendwas mit dem Stinktier. Parken, steigen aus und fragen, guten Tag, wir suchen Herrn Seibold. Wir haben eine Vorladung für Sie. Sie waren heute nicht bei Gericht, wohl nicht die Briefe gelesen. Heute ist Strafentag. Na komm, na komm. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Es wird so toll. Und wir wissen ganz genau, warum. Oh mein Gott. Ja, wer ist denn da? Fuck, 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 fuck. Hier ist im Ausgang. Wie, das soll ich jetzt kaputt machen oder was? Du. Gib mir einen Tipp. Was ist es? Scheiße, die Polizei. Fuck, es geht los, Leute! Manu! Nochmal! Hallo? Jetzt geht's los. Kurze Frage an Herrn Seibold würden wir suchen. Weil wir waren vorne am Eingang, da sind wir weggeschickt worden, weil wir eine Aufnahme hittet. Jemand von Ihnen, der Herr Seibold? Ja, ich. Sie? Ja. Ausweis da. Kann ich Ihren Ausweis kurz sehen? Sie können Sie selbstverständlich sehen. Reicht Ihnen eine? Bitteschön. Gut. Gehen wir mal ein bisschen hinter, muss nicht jeder mitbekommen. Sie ernt jetzt oder gehört das da dazu? Was gehört dazu? Also es schauen wir aus, die Putzfrauen oder? Nein, aber. Sie hätten eigentlich heute Morgen um 10 Uhr einen Termin gehabt. Ja. Sie haben eigentlich Post erhalten. Ist die gerade da? Ich meine, es macht schon Sinn, wenn Sie jetzt da nicht mehr wohnen, dass Sie es nicht bekommen haben. Also ich meine, das lässt sich ja nachweisen. Und offensichtlich mag Ihre Ex-Freundin Sie nicht. Sie haben eine Vorladung bekommen. Wegen Verletzung des Persönlichkeitsrechts. Genau. Was ist mehr, genau umfasst? Mehr können wir Ihnen jetzt auch nicht sagen, weil wir sind nur für den Transport zuständig, sozusagen. Leute, was mich denn? Doch nicht fertig jetzt! Na, was glaubt ihr eigentlich, was eure Freunde so machen würden, wenn die Bullerei vor der Tür steht? Könnt ihr mal hier in die Kommentare schreiben. Ihr macht mich fertig, Jungs, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Was glauben Sie dann, was es ist? Stimmt's nicht, oder wie? Das ist eine staatsanwaltliche Vernehmung. Das heißt, der Staatsanwalt sitzt auch da. Und dann sagen Sie, na, wir können ja hier mal rein. Muss ja keiner sehen, dass wir uns hier unterhalten. Wir haben das ganze Ding kurz verwanzt. Können wir mal kurz die Halle nutzen? Wenn Sie einfach nur kurz rausgehen, dann gehen wir da rein. Ich komm jetzt einfach mit, gehen wir mal kurz hinter. Was ist denn jetzt? Die ganze Kollegschaft. Was ist denn haben jetzt? Haben Sie denn irgendwas einstecken, was uns gefährlich, bleiben Sie hier, was uns gefährlich sein? Bis auf. Nix, oder? Bis auf. Bis auf was Gefährliches in der Hose habe ich eigentlich nichts dabei. Dann wird er entweder sagen, Sie wollen mich hier doch veräppeln, oder der wird aggressiv oder ganz kleinlaut. Egal, was dann passiert, sagen Sie, Herr Seibold, da ist mir irgendwas nicht ganz koscher an Ihnen. Ich habe eine Autogrammkarte dabei. Ja gut, das können wir gleich machen. Sie nehmen das ja alles mit recht mit Humor, so lustig ja, ist es nicht. Sehr lustig unterwegs. Haben Sie irgendwas mit Alkohol? Ja gut, Alkohol waren vielleicht auf der Wiesn, aber auch mit Drogen zu tun, weil Ihre Pupillen sind schon. Nein, ich bin einfach nur jetzt gerade nervös wegen diesem Dreh und ich dachte, das gehört irgendwie. Aber haben Sie irgendwas mit uns also schon mal zu tun gehabt? Nein. Nicht? Also auch wenn wir Sie abfragen, haben Sie noch nichts irgendwie mit uns zu tun gehabt? Er ist vollkommen fertig. Nein. Sind Sie mit einem Drogenschnelltest einverstanden? Einstecken haben sie aber nichts diesbezüglich. Ja, ich liebe Hörspiele. Das kann ich mir den ganzen Tag anhören. Mal ganz kurz auf. Also geht's jetzt gleich los, sie oder was? Das ist nur ein bisschen speichern. Das ist eigentlich relativ schnell erledigt. Draußen könnte es sein, dass ich eventuell mit was Vorbereitetem dastehe. Also ich bin gleich wieder da. Schon, wir waren nämlich auch schon bei Ihnen. Ich komm gleich, ja. Herr Hauptmeister, machen Sie sich keine Mühe. Ich habe da was vorbereitet. Genau. Man soll die Polizei ja auch unterstützen, wie man kann. Ach Gottes Willen, ey. Also Sie nehmen nichts, oder? Nein. Und Sie haben noch nie was mit uns zu tun gehabt. Und dann ist es leider so, dass Kokain und THC
angeschlagen hat, ist ja natürlich Mistikacki für ihn. Also das ist die Kontrolllinie hier und das schlägt auf Kokain und THC an. Dann läuft der Wiesner ein bisschen zu viel gefeiert. Nein. Offensichtlich schon. Leute, nein. Das heißt jetzt in der Folge, wir nehmen sie so oder so mit. Das wissen sie ja schon. Ja, das haben wir ihnen ja gesagt. Im Anschluss werden wir halt dann noch in die Rechtsmedizin fahren. Wenn wir Blutentnahme machen, das ist halt der normale Weg. Jetzt können Sie sagen, was Sie wollen. Letztendlich sind Sie beschuldigt an einem Strafverfahren und müssen deswegen keine Angaben zur Sache machen, wenn Sie nicht wollen. Das ist einfach so. Das muss man dann. Ich komme schon mit, wollen wir jetzt nicht mit reinstellen. Ja, das machen wir, weil wir haben so viel schon erlebt. Das funktioniert leider nicht und ich habe keine Lust, dass wir jetzt da. Also tun Sie die Hände bitte hinter den Rücken. Kann ich es hinter dem Ding machen, damit es nicht jeder sieht? Ja, das kriegen wir hin. Das werden wir hinkriegen. Hinterlegen können wir dann. Wie gesagt, hier kriegen wir das sicherlich hin. Also ich finde das nicht lustig, weil eigentlich sollte man sie nur abholen zur Vernehmung. Also eins kann ich dir sagen, verhaftet wegen Sexy bist du bestimmt nicht. Was ist denn jetzt los, Leute? Ist das jetzt alles ein Joke oder was? Wusstest du, dass man Polizei buchen kann? Du musst es auch positiv sehen. Das Mäuschenkostüm müsst ihr jetzt nicht mehr anziehen. Zeig mal deine Waffe. Schieß mal in die Luft. Gut, danke. Wir lassen ihn dann doch da, wo er hingehört. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr hier mal ein Abo dalassen. Und warum ich das darf, könnt ihr mal hier schauen. Da war ich sehr erfolgreich. Und Wumms ist auch ein tolles Format. Jagd ist das gesamte Militär auf dem Hals. Au revoir. Mit dem Panzer. Feierabend.